Zack. Und dann sage ich, dass ich sie liebe. Und immer lächeln. Ganz schön kompliziert, jemandem mitzuteilen, dass man ihn liebt. Ich kann schon verstehen, dass es wichtig ist, auch mit dem richtigen Gesichtsausdruck zu tanzen, ja? Aber ich kann ja noch gar nicht tanzen. Und jetzt? Ja? Kommen die Drehungen. Drehungen? Ich weiß noch nicht wie, nein, ich weiß noch nicht wie, nein, ich weiß noch nicht wie. Wie kommen die Hände hin? Ich weiß noch nicht wie. Dann. Ich war zu früh. Ja. Es klappt irgendwie besser später als nie, doch ich weiß noch nicht wie. Ich verliere am Ende so das Gewicht. Du musst immer nach da schauen. Beim Drehen muss man vor allem darauf achten, dass man sich einen Punkt sucht in die Richtung, wo man hindreht, damit man keinen Drehwurm bekommt. Es dreht sich alles. Das ist Judo, das ist nicht Ballett. Mache ich was falsch? Ja. Nochmal. Was ist falsch? Deine Arme hängen immer so. Mach mal so. Und jetzt drehen. Das ist gut. Kann ich mit Ball tanzen? Arm hoch, runter, durch und los. Super. Dann mache ich eine Drehung und mache so. Ich bin die Ballettstange. Ja. Es sind so viele unterschiedliche Figuren und vor allem, selbst wenn ich dann eine kann, denke ich, wie war denn der Übergang zur nächsten und kann da nicht vorher das? Es wird heftig. Und dann ja? Musst du mich jetzt gleich heben. Heben? Ja, so ungefähr. Ich mach so und so. Und ich heb dich zweimal hoch? Ja. Und lauf einfach mit? Ja. Okay. Und hopp und hopp. Ach so, okay, Entschuldigung, das zweite Hopp war zu früh. Mhm. Und hopp und hopp. Ich wusste gar nicht, wie ich Malu anfassen soll, ob ich da nicht zu fest drücke und wie viel ich nach oben drücken muss. Hopp und hopp. Besser. Cool. Hoffentlich falle ich nicht hin bei der Herausforderung. Okay, und jetzt danach? Ja. Machst du? Möchtest du Spagatsprung machen? Nein. Nein? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ist ja schon besser. Ja, 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 ja. Eins, zwei, drei. Ganz schlecht. Ich kann das immer noch nicht glauben, dass ich das in ein paar Stunden tanzen können muss. Das... Malu, ganz ehrlich, schaffen wir das noch? Also schaffe ich das noch bis morgen? Du kannst es ja schaffen, aber wir müssen auf jeden Fall weiter üben. Das heißt also Nachtschicht, ja? Ja. Nachtschicht. Besser, aber immer noch nicht gut. Also, da wird noch ein bisschen Zeit vergehen, bis ich das in meine Gehirnwindung hineingeprügelt habe. Der Tag der Herausforderung. Die letzten Vorbereitungen im Ballettsaal laufen auf Hochtouren. Höchste Zeit fürs richtige Outfit. Wie vor jeder Bühnenshow wird auch Johannes ausstaffiert. Boah, das ist ja aber auch eine Schatzkammer hier. Wie viele Kleider hängen hier? Unglaublich. Ja, für die Herausforderung wirst du auch eins tragen. Okay, und zwar, wo ist das? Hier. Ein Bäcker-Oberteil. Zum Oberbäcker sehr passend. Und eine Bäckerhose. Ah. Und irgendwo hier haben wir auch noch eine Mütze. Ich finde, das sieht sehr stilecht aus hier. Oh ja, bin ich sehr gespannt, wie das nachher ausschaut. Johannes' Outfit stimmt, aber auch seine Haltung. Bewertet werden die Kategorien Tanz und Technik sowie Präsentation und Schauspiel. Also, du musst oben über den Spiegel schauen. Da ist eine, ja, da ist eine Leiste, damit dein Kinn oben ist und du stolz wirkst. Okay. Und immer lächeln, egal was du machst. Egal was passiert, lächeln. Ja. Alles schiefgelaufen, aber ich lächle. Ja. Diese Jury muss Johannes überzeugen. 7 erfahrene Balletttänzerinnen und Tänzer. In jeder Kategorie können sie bis zu 10 Punkte vergeben. Um zu bestehen, braucht Johannes mehr als 70 Punkte.
dann nach Ihnen, Lebkuchenprinzessin. Immer lächeln. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, ob Johannes das alles schafft. Aber eigentlich habe ich ein gutes Gefühl. Also ich glaube, dass ich so die einzelnen Sachen jetzt nach unserer Nachtschicht ganz gut drauf habe. Aber alles zusammen ist unglaublich viel und ich habe ein bisschen Bammel, dass ich dann genau, wenn es drauf ankommt, ein paar Dinge vergesse. Kaum angefangen, schon ein Fehler, ne? Ach Mann, und dann hat es angefangen so zu tickern bei mir. Ich dachte so, jetzt habe ich ja schon einen Fehler gemacht. Aber da habe ich mich wirklich gezwungen, an Malus Hinweis zu denken, lächeln und weiter. Die Drehungen waren unter aller Sau. Die Drehungen habe ich im Training echt viel besser hinbekommen. Und da haben die Arme nicht gestimmt und das Timing nicht gestimmt. Und ich bin sehr unzufrieden mit den Drehungen. Also mit den Sprüngen war ich echt zufrieden, weil da waren im Training viele dabei, die echt schlechter waren und auch mit den Hebefiguren. Da dachte ich, ja, da hat das Timing gestimmt. So sauber getanzt, wie ich hätte tanzen können. Da beiße ich mir jetzt auch selber noch ein bisschen in den Hintern, aber vom Spiel habe ich alles gegeben. Also meine erste Note war ja gleich eine 1, also nur ein Punkt von 10, also nix. Da ging mir gleich mal das Herz Richtung Magengrube. Und dann musste ich aufatmen und dachte so, oh. 10! Die Jury ist schon ziemlich streng und bei der Technik war sie auch sehr streng. Bei der Mimik war die meisten auf jeden Fall sehr nett und haben ihn fair bewertet. Ja! Herausforderung geschafft. Ja. Also Malu, ein riesen, fettes, dickes Dankeschön. Danke. Wenn ihr jetzt sagt, oh ja, ich wäre auch so gerne mal eine Pfefferkuchenkönigin oder ein Oberbäcker, ihr wollt was für eure Körperspannung tun, dann schaut doch mal, wo die nächste Ballettschule bei euch in der Nähe ist und sucht euch eine Malu. Malu, vielen, vielen Dank. Danke. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt... Kann es Johannes!